Wenn du willst, dass sich was zum Guten verändert, dann langt es nicht, ein Kerzerl zum Zünden. Ich kenne das nicht anders. Als Schülersprecher, als Stadtrat oder als Vorsitzender der Bayerischen Bürgerenergie. Wenn du wirklich Veränderung willst, dann musst du das selber machen. Und wenn mich wer fragt, warum bist du dann in Bayern bei der SPD, dann sage ich, ja warum nicht? Wir sind 60.000 Mitglieder, die alle nicht bei der SPD sind, weil wir Karriere machen wollten oder weil es da die meisten Bierzeichen gibt, sondern weil wir daran glauben, dass eine bessere Welt möglich ist. Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit, das sind für mich keine Parolen. Ich habe das im Kommunalen alles gemacht. Die CSU abgelöst, Kita-Ausbau, Klimaschutz, Stromnetz in Bürgerhand, 100% erneuerbare Energien. Pfaffenhofen kann sich heute als lebenswerteste Kleinstadt der Welt bezeichnen. Pfaffenhofen. Also, Bayern und SPD, freilich geht das. Und wenn jetzt 60.000 in Bayern ihre Talente, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, aber auch ihre Sturheit und Hartnäckigkeit bündeln, dann ist auch in Bayern ein Neuanfang möglich. Und zwar von unten nach oben, nicht andersrum. Und genau dafür will ich mich einsetzen. Nicht als Teilzeitjob, sondern mit ganzer Kraft. Ich habe kein Landtagsmandat, ich habe auch kein Jurastudium und manche behaupten, ich habe auch kein Hals. Aber ich habe genau das, was die Bayern-SPD jetzt am dringendsten braucht. Packen wir's.